Leute, nicht wundern, das Video fängt gleich an. Ich muss mich heute bei euch von Herzen wirklich entschuldigen. Ihr habt mit dem letzten Live-Reaction-Video wirklich alles gefickt, was man ficken konnte. Ich wache auf, ich weiß noch, ich war auf Tour, glaube ich. Ich glaube, ich war in Wien oder in Zürich, war ich. Ich wache auf, das Video hat schon nach einer Stunde irgendwie 60.000 Klicks. Wir waren direkt Platz 4, glaube ich, in den Trends. Ihr habt alles gefickt, das ist mir noch nie passiert. Ich glaube, das lag auch daran, dass wir Klatsche bekommen haben von Bayern und jeder kennt ja Bayern. Und ja, ich denke mal, darauf wart ihr wirklich am meisten gespannt. Ich weiß es nicht, vielleicht lag es auch einfach nur daran, weil die Leute halt viel Highlights geschrieben haben. 5-0 ist ja eine hohe Summe gewesen damals, also gegen uns das Spiel. Naja, ich glaube gerade ein bisschen zu viel Scheiße. Ich wollte mich wirklich entschuldigen, weil ich habe wirklich eine Versprechung euch gegeben gehabt im letzten Video. Ich habe euch versprochen, dass ich zum Spiel hinfliegen werde, ein geiles Live-Reaction-Video machen werde und dass ihr auch noch eine Überraschung bekommt. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich sag's euch ganz ehrlich, es war meine Schuld. Ich hatte wirklich Tickets für die erste Reihe und ich sag's euch ehrlich, was nach dem Spiel passiert wäre, wäre dies. Es ist ja kein Geheimnis. Ich habe ein bisschen Kontakt zu Ryan Bubble. Ich hätte nach dem Spiel wahrscheinlich sein Trikot bekommen. Das wäre einfach richtig geil gekommen, ehrlich. Aber das Problem ist, ich wollte zwei Jungs noch mitnehmen zu dem Spiel, weil ich wollte einen geilen Kameramann dabei haben, zum Beispiel Senko wollte ich dabei haben, vielleicht hätte ich meine Kollegen wie Ferdi oder Ripper mitgenommen. Liebe Grüße an euch an dieser Stelle. Ich war safe für das Spiel reserviert, also ich hatte Tickets, aber meine Kumpels nicht. Und ich habe mich einfach zu wenig drum gekümmert. Ich hätte ein bisschen Gas gegeben, hätte ich mehr Druck gemacht, wäre ich weiter wie ein Hund hinterhergelaufen für die Tickets, wäre das was geworden, aber ich habe es leider nicht gemacht und lag auf der Fallen Out und habe dann halt zu spät meine Absage bekommen. Deswegen tut es mir leid, ihr braucht das Video heute nicht zu unterstützen. Ich lade das Video dennoch hoch. Ihr braucht es nicht zu bewerten, ihr braucht es auch nicht zu kommentieren. Ihr habt mir wirklich sehr viel Liebe gegeben bei meinem letzten Video. Das reicht mir. Ist mir auch egal, wenn das Video gehatet wird. Ich habe zum ersten Mal eine richtige Versprechung leider nicht halten können. Das tut mir wirklich leid. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und mal gucken, was nächste Woche für ein Video kommt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Leute, ich habe so einen fucking Stress. Das Spiel hat schon angefangen. Ich muss noch meine Haare machen. Ich muss noch Onset spielen, Junge. Könnt ihr alles sehen, Leute? Nein, natürlich nicht. Ich darf nicht alles aufnehmen, weil sonst wird das Video gesperrt. Ich verstehe das nicht. Alle kommentieren, warum zeigt ihr nicht das Spiel? Du Bastard, das ist eine Live-Reaction. Du darfst nicht sehen, was da passiert. Du sollst meine Reaktion nur sehen. Ich muss ja schnell tippen. Talischka wird ein Tor machen, Leute. Was ist Talischka? Hä, spielt Talischka nicht? Alter, wir spielen Mustafa Pettemek. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für ein scheiß Kater? Junge, Torge ist im Tor. Junge, wollt ihr mich verarschen? Koalenz war faul. Spielt Talischka nicht mit? Warum spielt Talischka nicht? Junge, ich komm nicht in mein TV-Core-Account rein! Ja, ich bin drin! Quaresma, Ricardo! 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 Komm, wir machen nächstes Tor der Halbzeit auf Besiktas, 20 Euro. So, 20 gewettet, Leute, dass wir jetzt in der ersten Halbzeit noch ein Tor machen. Wir müssen das erste Tor schießen. Jalla Wagner, faul! Komm, Jungs, ich mach euch ein bisschen höher. Ich spiel mit Lenz, ich mal Bubble spielt, Alter! Das ist ein richtig Freundschaftsspiel. Oh, 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 oh. Müller nicht. Junge, ich spiel nicht mal mit Stammkader, Alter. Was ist das? Was hast du vor? Was hast du vor? Hey, Gott, Gott! Gott! Spiel an! Alle Lenz spielt Felix mit uns du treffst dich mit Lenz! Aber kennst du, wer drauf schießt, wenn ich im gleich Mustafa Pettemek spielt, ich bring mich gleich um! Ich bring mich um! Warum spielt Mustafa Pettemek? Quaresma, Ricardo, Quaresma! Ihr könnt nichts sehen, Amanda Jackson. Komm, ich mach euch ein bisschen mehr nach rechts. So, dann geh ich ein bisschen näher ran, Kollegen. So, oh mein Gott, jetzt könnt ihr ja besser sehen, Leute. Sag das doch gleich, dass ich das nach rechts machen soll. Junge, Ozan! Was ist denn gerade mit deinem Abpass, Alter? Komm, komm! Oh! Ricardo! Geil, Junge, geil, stark! Komm! Warum spielt Talischka nicht? Ich verstehe nicht, warum Talischka nicht spielt. In dich! Ja, komm! 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 Passt das? Necip spielt. Olum, was passiert hier? Spielen wir hier gegen FC Gladbeck? Mustafa ist ein Lappen, ist ein Lappen, ist ein Lappen. Mustafa Pettemek ist ein Bass. Ein Lappen, kleiner Hund. Warum spielt nicht Negredo? Lass uns doch ein vernünftiges Spiel spielen. Aber nein, er lässt Mustafa Pettemek spielen. Ich doch. Bakalov ist in der türkischen Liga nur gut gewesen. Wir sind so dumm, dass wir Cenk Tosun verkauft haben. So dumm, 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 dumm. Haben Geld gemacht, aber kaufen keinen. Wir kaufen alte Säcke, Senioren und ich mein Leben. Gute Karibik, bester Film. Okay, reicht es. Junge, Wagner Lauf ist so groß wie mein Schickt dir den immer. Ist das Negredo oder was? Ja, gib rote Karte, du kleiner Hatte! Glück an, Ricardo! Lauf, 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 lauf! Ja! Nein! Oh mein Gott, Alter! Ricardo! Ricardo! Boah, schade, Alter! Nein, ich schieß das nicht! Ich schieß das nicht!
Elfmeter! Kein Elfmeter! Gut! Gut verteidigt, Alter! Sonst wäre Ribéry durch, haben wir dabei. Ja, komm! Komm! Junge, wie das Spiel muss er machen? Junge! Junge, ein Ribéry schneller als Alter! Osa, guckt einfach zu! Osa ist der schlechteste Spieler, Mann! Meine Fresse, wie ich Osa hasse! Seit 2 Jahren habe ich Hass auf ihn! Osa, weil du weil dieser f***te Osa Ribéry zuguckt! Weil dieser f***te Osa Ribéry zuguckt! Zehner! Er ist ein Zehner! Er ist ein Sch***! Mehr ist er nicht! Er ist einfach ein Sch***! 20 Euro minus, jetzt tippen wir unser ganzes Geld. Er guckt einfach zu, dieser f***te Osa! F***te Osa! F***te Scheiß Osa! Ich will tippen, Tippico funktioniert nicht! Junge, dieser scheiß Kommentator redet zu viel, Alter! Halt deine Schnauze, Mann! Junge, wir spielen einfach mit B-Kader! Tönnischer sitzt auf Bank, Negredo ist jetzt nicht krass, aber er sitzt auch auf Bank. Ryan Bubble sitzt auf Bank, wir spielen mit Lenz, Alter! Osan ist Zehner! Wieso spielt Tönnischer nicht? Junge, die ganze Welt guckt zu, Digga! Was soll die Scheiße, Mann? Oh, egal, auch wenn wir ausgeflogen sind, was für Spieler schon? Was für schon? Spielt doch ein schönes Spiel für diese Heimmannschaft, Alter! Ja, sind gerade in Samarese, die hier zu Hause sind, Alter, da das Spiel gucken. Die hier zu Hause sind schon. Junge, kann ich mal mehr reden, Alter. Ist das aufregend, Digga. Junge, dieser Kommentator labert nur Scheiße. Ich würde gerne mit der Deutschen, ich würde gerne auf Sky gucken, aber Sky sperrt mein Video. Jetzt hängt's. Bitte mein Arsch, komm bitte alle mein Arsch. Ich will dieses Internet. Drecks Telekom. Junge, du scheiß Telekom, Mann! Ich hab, glaube ich, 5 Minuten vom Spiel verpasst, Alter. Scheiß Internet. 6 Mal kam Techniker hier, wir haben es immer noch nicht geschissen bekommen. Ich will bald Livestream, Alter. Komm! Schuss da! Schieß doch, du Mann! Voll den Job hier, mein Schieß doch, Döcker! Wieso schießt denn nicht? Schieß doch einfach! Klatsch dich ab! Wie in FIFA, Alter. Vidal hält alles auf, Alter. Ich raste aus, Digga. Walla. Osan raus, Felicio rein. Lenz raus, Babbel rein. Was soll die Scheiße, Alter? Yalla, komm, war kein Foul. Walla, yalla, 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 yalla. Lauf, lauf! Spiel hoch! Junge, Lenz, spiel doch hoch! Die f*** dich alle gegenseitig, Alter! Seid ihr behindert oder was? Ich hab meinen Kopf zerkratzt. Mein Kopf, ich blute am Kopf. Sieht man das? Junge, Junge, Junge. Ricardo, qual ich mal, Ricardo. Atun oğlum. Oh Mann! Schön! Foul! Beide gelb! Boah, krass! Abseits! Ey, ich heule gleich! Ich heule gleich! YouTube Deutschland, ich verrate euch mal! Musst du mit Pack dem Eck? Ja, dem Eck! Merkt euch das! Schreibt euch das in die Ohren! Ich war auf Klo! Ich hab das Eigentor verpasst! Welcome to Turkey. Eine Katze ist auf dem Spielfeld. Ich schwöre, ich freue mich schon auf die Kommentare von Bayern-Fans. Ich freue mich, ich werde mit allen werde ich diskutieren in den Kommentaren. Gebt euren Senf dazu, provoziert mich in den Kommentaren. Macht was ihr wollt, ich werde jeden antworten. Wartet ab. Wisst ihr, wie mir die Mannschaft gerade vorkommt? Wie werde ich jetzt auf der Landstraße irgendwie 5 Kanaken sehen, mit denen zusammen ein... Kanate. 2-1. Ich wollte gerade was erzählen, wir haben ein Glückstor gemacht, das nennt man FIFA-Momentum. Ich kann mich gar nicht freuen, Walla, ich bin kurz vor euch. Das macht mich null glücklich sowas, ich ticke sowas. Also warte, ich wiederhole mich nochmal. Wie wenn ich auf der Landstraße mit 5 Kanaten zusammen trollen will, mit denen zum ersten Mal zusammenspiele. So spielt die Mannschaft gerade. Guck mal, diese Sch*** an. Guck dir mal diese Sch*** an, ne? Wir kassieren Millionen von Euro für so ein Sch***. Guck mal, Sch***. Als ob die das Tor so extra reingelassen haben, Alter. Als ob die das extra gemacht haben. Ich hoffe, meine Mutter sogar. So ehrentreffermäßig, sie Digga, das war doch mit Absicht, Digga. Wieso haben die nicht gerade das Tor geschossen? Ich hab 60 Euro nächstes Tor auf Besiktas getippt. Ich bin so minus, Digga. Nicht mal mit dem Video hol ich das Geld raus. Er lässt jetzt Salihka spielen! Er lässt jetzt Salihka spielen! Warum jetzt? Ah, jetzt kann er sich nicht verletzen, oder was? Ich f*** sowas! Als ob wir sonst von Anfang an mit dem Stammkader spielen! Was soll die Scheiße, Alter? Es nervt einfach. Wagnerlauf muss auch noch raus für den Gredo und dann kann es hier losgehen. Guck, jetzt ist mein Mann drin. Salihka ist der beste Spieler da! Spiel hoch! Da! Pack the man! Junge, ich hab kein Geld mehr auf dem Mikro-Account! Nächstes Tor, Besiktas, safe, safe, safe! Flo, wo bist du? Wo bist du?
Du musst schnell für mich 100 Euro nächstes Tor Besiktas tippen. 100 Euro nächstes Tor Besiktas. Ey, wo bist du denn genau? Mann, scheiße! Da, warte, ich rufe mal noch jemanden an. Ciao. Hallo? Wo guckst du? Guckst du da? Live? Ist da ein fucking Tipico-Automat? Mann, nächstes 100 Euro safe, ich da safe! Verzweiflung, ich will einfach nur Minus machen. Ribéry gibt den Ball nicht. Guck mal, die haben Spaß, ne? Die haben Spaß, verdient ihr eure Millionen, ne? Aber ich krieg einen Dachschaden. Habt ihr Spaß beim Fußballspielen, ne? Ja. Komm! Voll auf Marke! Oh, jawohl! Gülmer, am Oliver! Hört auf zu lachen, Mann! Was lachen die alle? So. Das war's von der Champions League, Leute. Bayern hatte es sehr einfach. Das Hinspiel war halt einfach verkackt. Aber ich verstehe auch nicht, warum Schalke wieder nicht jetzt auf einmal die Spieler spielen lassen hat. Wisst ihr, ich meine, ein Talisca und ein Bamberger eingewechselt. Warum hat man nicht schon von Anfang an mit denen gespielt? Wenn es heißt, ja, wir wollen die Spieler schon, dann hätte sie auch gar nicht spielen lassen sollen. Ich hätte auch einen Negredo für Mustafa Pekdemek eingewechselt. Wir haben einfach mit einmal weniger gespielt. Pekdemek hat gar keine Ahnung. Pekdemek hat gar nichts melden, Leute. So scheiße, Mann. Egal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Jahr die Champions League Spieler anzugucken, Leute. Heute braucht ihr wirklich nichts zu bewerten. Heute können mich gerne die Bayern-Fans in den Kommentaren provozieren. Ich war heute echt so aggressiv, Mann. Scheiß drauf. Mann, das macht mich traurig. Ich hätte gern weiter so Champions League-Spiele aufgenommen. Mal gucken, was nächstes Jahr abgeben wird. Danke fürs Zuschauen.